Es handelt sich hier um einen Klaas Matador Gigant. Er hat einen 6-Zylinder Perkins Motor drauf. Der ist nachgerüstet. Original war mal ein 4-Zylinder drauf. Dieser leistet jetzt 120 PS. Dadurch ist er nicht überfordert mit dem Häcksler und mit gar nichts. Und ja, der ist eigentlich durchrepariert. Tipptopp in Ordnung. Sieht alt aus. Ist auch Baujahr Mitte 60. Ansonsten funktioniert er hervorragend. Also ich heiße Bernd Mennerich, wir sind eine Gemeinschaft von 5 Familien. Wir bewirtschaften diesen Acker hier in Bioland und wir sind alle aus Großtondorf, machen das seit 2017 und fühlen uns wohl dabei. Annika, ich bin die Tochter von Bernd, von dem, der den Mähdrescher gefahren ist. Ich bin 20 Jahre alt und fahre heute den Unimog. Das ist der Unimog von meinem Vater. Der hat
125 PS und ist der 1200er von Unimog. Wir benutzen den, wenn wir nicht gerade auf dem Acker sind, zum Ackern, dann benutzen wir den zum Schreddern, weil wir eine Hackschnitzelheizung haben. Dafür haben wir auch für hinten einen Aufbau selbst gebaut. Der geht dann bis hoch zur Kabine. Aber jetzt im Sommer ist er abgerüstet oder nutzen wir den hauptsächlich nur zum Ackern. Ja.
mein Name ist Christian Schulz, ich komme aus Großtondorf, ich wohne hier schon seit der Geburt. Mit Landwirtschaft habe ich eigentlich, bin ich nicht groß geworden, habe ich nichts mit am Hut, aber ich habe viel gefährliches Halbwissen und das wende ich hier an. Wir haben hier also einen Deutz, der von Eicher gebaut wurde. Und dann hat Deutz den übernommen und hat den, und dahinter haben wir den Kuxmann Schwingsiebruder, produziert in Bielefeld. Und der macht schon die Kartoffeln raus. Und das gucken wir uns gleich mal an. Also gehen wir raus, Zündschlüssel rein und gibt zwei Knöpfe hier bei dem Deutz. Einmal die Hupe. Manchmal drückt man den falschen, wenn man lange nicht gefahren ist, aber rechts ist der Starter. Den Schwingsiebruder. Kleinste Gruppe, kleinster Gang. Nachdem wir hier den Weizen gedroschen haben, machen wir den Stoppelsturz mit einem siebenscharigen Krone-Schälflug und einem Ford County, Baujahr 69. Der Schälflug ist auch nahezu so alt. Schälflüge sind jetzt nicht mehr so aktuell, aber wir versuchen uns damit. Die Einstellung lässt noch zu wünschen übrig, aber wir werden das jetzt versuchen, so hinzukriegen, dass das ein ordentliches Ergebnis wird.
Wir haben hier jetzt frische Zucchinis. Hier ist eine Gurke. Wir haben hier Zwiebeln, die haben wir erst geerntet. Kürbisse, Hokkaidos, roten Salat. Der grüne ist leider schon aus. Der muss gleich nachgeholt werden. Kohlrabi haben wir hier. Hier sind auch kleine Gurken. Der Salat steht alles in Wasser. Kartoffeln haben wir hier, verschiedene. Und unser Mehl.